Willkommen zurück zu Dark Souls 2. Beim letzten Mal haben wir den alten Eisenkönig erledigt. Oder den Eisenkönig, weiß nicht, ob der Alter stand. Egal. Jetzt sind wir irgendwo, ich weiß nicht mal, wo wir sind. Wir haben hier so eine komische Tür, die geschlossen ist. Mit irgendwelchen komischen Symbolen da drauf. Ich habe keine Ahnung, was die alles bedeuten. Ich habe nicht mal eine Ahnung, wo ich hier genau bin. Ist das hier der Turm des alten Eisenkönigs oder sowas, von dem wir gelesen haben? Was ist das hier, bitteschön? Hurra, für Illusion. Okay. 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 Was ist das hier? Ich falle jetzt nicht durch den Boden, das ist schon mal schön. Gelobt sei die Sonne. Hurra für Geist. Ruhig bleiben. Ne, passiert nichts. Hier. Geste. Freund. Warte. Gelobt sei die Sonne. Praise the Sun. Stand ich nicht richtig? Machen wir nochmal. Hey. Naja, der ist so leer. Der hat schon eine Macke. Und ich auch. So, was haben wir hier? Dasselbe in grün oder was? Ich weiß nicht, ob hier irgendwas passiert, wenn ich hier auf die Plattform drauf gehe. Aber sieht alles jetzt noch nicht so aus, als würde ich jetzt irgendwas machen können. Vielleicht kommt es erst später. Vielleicht ist das DLC-Gebiet. Wir müssen dafür erst irgendwas anderes erledigt haben. Kann sein, kann auch nicht sein. So. Dann reisen wir halt mal kurz zurück. Und dann können wir mal gucken, wo gehen wir denn als nächstes lang. So, spontan würden mir zwei Dinge einfallen. Einmal den Brunnen hinunter und einmal etwas, das gefällt mir gar nicht. Heides Flammentower. Aber ich glaube, wir werden dahin düsen. Aber erst einmal kurz das Schild reparieren. Weil es geht ja so mal gar nicht. Ja, ich dachte auch, ich wäre tot. Gegenstände reparieren. 1300 ist okay, ist jetzt nicht so viel. Das habe ich teurer gedacht, aber nur gut. Wo haben wir es denn? Ausrüstung. Einmal wieder zurück zum Dwangleg-Schild. Weil Dwangleg-Schild ist sowieso das Beste. Ja, also das Beste. Zumindest so, was ich jetzt so im Moment hier nutze. Einmal Gegenstand kaufen. Nee, nicht Gegenstand kaufen. Gegenstand verstärken. Verstärken will ich jede Menge. Und zwar, wenn ich es finde. Der hier braucht Titanitbrocken. Das Feuerschwert braucht was? Wo ist denn das Feuerschwert? Warum sehe ich denn das nicht? Ich sehe einfach nicht, was ich gerade will. Das ist schlimm. Warte mal. Nee, das ist Zauberfeilchen. Schwarzstahl-Katana. Nee, danke. Erstmal nicht. Und weil grundsätzlich ist ja Katana auch hier wieder mit Skalierung auf A. Wir haben ja überwiegend ein Beweglichkeitscharakter, ne? Ja, ist gut. Muss ich hier kurz überlegen, was haben wir denn für einen Charakter? Wir haben einen Geschicklichkeitscharakter. Ist es hier auch so, dass die Katana eine geringe Haltbarkeit hat? Dass es so schnell kaputt geht, dass sie hat. Wo ist denn da die Haltbarkeit? 60. 40. Ja, es geht eine ganze Ecke schneller kaputt. Ist natürlich dann schon heftig. Wo ist denn mein Degen? Mein Degen ist da. Der hat 45. Aber grundsätzlich mit Dingens auf A ist schon nice. Muss man ja wirklich sagen. Komm, wir machen das. Wir investieren da ein bisschen was rein. Nein, nicht Gegenstand verkaufen. Gegenstand verstärken.
Und ich sehe immer noch nicht mal vorne Schwert. Sind wir beim Maximum angekommen? Weiß ich gar nicht mehr. Hier, Schwarzstahl-Katana, ne? Ja. Verstärken, verstärken, nur verstärken. Ganz viel verstärken, mehr verstärken, noch mehr verstärken. Und nochmal verstärken. So. Okay, dann... Die restlichen Seelen gebe ich natürlich halt für Leben aus, aber erstmal hier bei ihr. Hast du irgendwie Steinchen? Steinchen? Das weiß ich. Gegenstand kaufen! Große Titanitscherbe und sowas hat sie. Okay. Die hier unendlichfach und die hier zumindest 10 Stück. Gut zu wissen. Wir geben aber halt erstmal jetzt aus für Dingens. Wir steigen auf. Und zwar... Hier. Anpassung. Ach, für Anpassung reizt nicht mehr. Aber vielleicht kann ich hier dann gleich nochmal eine Seele ploppen lassen oder sowas. Müsste ich ja wieder ein bisschen was haben. Vielleicht. Außer ich habe das jetzt irgendwo zwischendurch mal wieder, das weiß ich nicht. Nee, aber ein bisschen was haben wir. Machen wir beide. Fast schon zu viel, aber egal. Wenn hier einer Seelen verliert und wastet, dann bin ich das. Aufsteigen. Dann packen wir wenigstens nochmal einen hier in Anpassung. Ist vielleicht nicht so verkehrt. So. Und dann würde ich gerne hier nochmal kurz ein paar Besuche machen. Reisen nach Verlorene Festung. Einmal MacDuffs Werkstatt. Ja, einfach mal, weil. Der wohnt ja hier um die Ecke gleich. Schönen guten Tag. Das wollte ich jetzt nicht, egal. Guten Tag. Ich habe keine Dingens. Waffe durchdringen. Feuerdrachenstein, Gedöns. Ach, dafür brauche ich natürlich jetzt wieder ein bisschen mehr Seelen. Die Frage ist, mit was durchdringe ich die Waffe? Wir haben zwar schon ein Feuerdings, Blitzdingens haben wir nicht. Wir könnten was mit Gift machen. Gift ist nice. Frage ist nur, ob das wirklich was bringt. Krudenstein hätten wir auch. Aber Krut ist ja... Wir machen... Das hier hat dann B auf... Was ist das? Magie? Wir haben jetzt S auf Beweglichkeit. Hierdurch würde sich das nicht verschlechtern, aber halt bei... Wenn wir es auf Krut machen, dann würde sich das verschlechtern. Oder hier sowas. Magiestein, alter irdischer Stein. Also wenn, dann halt Gift. Wir brauchen halt nur noch ein paar Seelen. Ja, komm. Inventar. Falsches Inventar. Hier. Brauchen wir aber nicht wirklich viel. Okay, wir brauchen noch eine davon. Das sind ja wirklich sehr, sehr kleine Seelen. Ich weiß jetzt aber nicht, ob Giftwaffen wirklich so toll sind. Aber ich glaube, wir machen das. Hier, Waffe durchdringen. Wir machen das halt so selten. Bis gar nicht. Ja, doch, machen wir. Einfach mal ausprobieren. Ne, man kann ja auch mal ruhig Fehler machen, auch wenn es jetzt hier vielleicht nicht die schlimmsten Fehler sind, aber man weiß ja nie. Machen wir das hier. Und damit gehen wir dann jetzt vielleicht zum Heides Flammenturm, aber erstmal reisen wir nochmal ins Trade Zelle. Gucken mal, ob er uns hier irgendwie was ganz Tolles geben kann oder sowas. Man weiß ja nie, für irgendwie die ganz große Seele da. Wahrscheinlich hat er halt nur
irgendwie was, was man sowieso nicht gebrauchen kann, aber nun gut. Guten Tag. Und das Schwert ist halt relativ lang, das ist cool. So, du da. Gegenstand kaufen. Das ist nur für dieses Zeug. Handeln. Das ist für die Schmelzer Dämonenseele. Das ist ein Stärke-Dingens. Muss ich jetzt hier alles durchgucken wieder. Bei das Neueste ist doch dann fast da. Mythos Bogenklinge. Das ist ein Dolch. Ja, stimmt. Hatte ich ja neulich schon mal gesehen. Gut. Also da ist nichts. Hier bei den Zaubern. Wohin wir... Ja, nö, für die ganz große Seele hat auch hier nach wie vor nichts. Hätte ja sein können. Gut. Dann jetzt aber reisen. Heides Flammenturm. Wir reisen dahin. Ob das jetzt super wird, ich habe meine Zweifel, aber wir tun das. Wir sind ja da schon zahlreich gestorben. Man erinnert sich. Lange ist's her. Hier laufen jetzt überall die ganzen Heideritter rum. Und sagen, hey, listen, hey. Und die sind so verdammt schnell. Mit denen muss ich jetzt erstmal hier wieder... Ich weiß nicht. Mich anfreunden oder sowas. Das wird ein Spaß. Das wird ein richtiger Spaß. Und halt da hinten, wir haben das schon mal gesehen, da liegt irgendwie so ein Drache. Der muss natürlich jetzt erledigt werden. Ich weiß nicht, ob wir dafür schon gut genug sind. Aber jetzt... Ist eh schon fast zu spät. Jetzt sind wir fast da. Wir werden es herausfinden. Irgendwie. Hier müssen wir wieder gegen die drei Beppos kämpfen. Oh, und da läuft auch noch... Oh nein! Da läuft auch noch einer von denen herum. Willst du mich verarschen? Den pullen wir erstmal. Bevor wir irgendwas anderes machen, den pullen und laufen fast hier runter. Wenn das öfter so klappt, wäre das super. Aber das wird nicht klappen. Au. Er ist so verdammt flink, das geht einfach mal gar nicht. Ich finde halt, bei ihm kann man wirklich sehr schwer erkennen, ob er jetzt hier... zuschlägt oder ob er hier nicht zuschlägt oder sowas. Alter. So. Ich glaube, bei dem können wir relativ gut Backstabben üben oder aber wir müssen lernen, sie zu parieren. Wobei ich halt wirklich sehr, sehr schwer erkenne, ob sie jetzt gerade angreifen oder nicht. Weil sie greifen einfach so aus dem Nichts an. Einfach mal aus dem Nichts an. Hast aber ein schönes großes Schwert. Uah. So, geht doch. Jetzt kommen die anderen natürlich an, nachdem ich den großen da erledigt habe. Hier wäre eigentlich die Keule auch wieder sinnvoller, ne? Weil Rüstung. Ich glaube wahrscheinlich auch bei den Heiderittern. Hm. Ihr seid aber schöne Riesen. Muss man ja doch sagen. Ja, also. Wirklich feine Riesen seid ihr. So. Dann probieren wir das doch mal aus. Obwohl, nee, das probieren wir nicht aus. Bringt mir ja nichts, wenn ich bei den Heiderittern immer noch nicht merke. Hey Mensch, wir greifen hier an. Oh, jetzt kommen sie schon zu zweit. Das ist ja super. Da freue ich mir gleich einen Ast ab.
Ach komm. Kommt nicht alle auf einmal hier. Mädels. Keine Chance. Nicht bei den Mistviechern. Trinken? Ah, wusste es. Irgendwer muss mich erwischen. Das ist so mies. Aber ich finde die Heideritter halt wirklich echt mies. Au. Und gemeinsam hauen die mir natürlich sehr gut auch die Ausdauer weg, wenn sie wollen. Und sowieso das Leben. Das ist sowieso schon gegen Ende Gelände. So. Geht doch. Kein Problem. Glaube ich. Da oben sitzt natürlich schon der nächste Beppo. Aber einmal ganz kurz gucken. Ich weiß gar nicht, ob wir hier schon mal waren. Doch, da lag nämlich mal ein Item. Ja dann, ne? Auf zum nächsten Beppo. Der da rumsitzt. Und sagt, hey, listen, hey. Hey, listen, hey. Und er hat eine Lanze, Penner. Mit der Lanze kann er so halbwegs umgehen. Das ist natürlich schlimm. Ich hoffe nur nicht, dass jetzt noch einer von weiter oben kommt. Alter, du hast nicht mal zugehauen. Du hast mir einfach nur Schaden gemacht. Du hast deine Lanze vielleicht minimal bewegt. Ihr seid mies. Ich hasse euch. Was? Achso, das war jetzt der Gift. Der Gift vor allem. Guten Deutsch. Okay. Oh. Hallo Drache. Hallo. Drachen sind Freunde. Kein Futter. So, warte mal. Ausrüstung. Ich hoffe, er bewegt sich jetzt da nicht großartig. Das ist der Ausdauerring, das ist der Ring der Wiederherstellung, das Leben. Ich hab doch hier... Oder nicht? Doch. Explodiert eine Schadensgrenze? Nein. Habe ich nicht so einen Feuerresistenzring irgendwo mal gehabt? Oder hätte es den jetzt gegeben im Dingens? Ich weiß es nicht. Gut, dann anderes Szenario. Angenommen... Ich möchte ganz viel Feuerresistenz haben. Habe ich das aus irgendeinem Grund schon? Sieht fast so aus. Hier. Ich habe schon alles darauf ausgesetzt. Na super. Okay. Alter. Ist es denn wahr? Hallo? Wie lange kannst du denn deinen Atem anhalten? Ich bin da, ich bin da. Okay, jetzt schön auf die Beine. Stampfer, Stampfer. Wiederhole, Stampfer, das ist keine Übung. Einmal hier ganz kurz hier auf irgendwelche Lebenssteine hier zurückgreifen. Gut, wenn man dran ist, scheint das hier eine ganze Zeit einfacher zu sein. Wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Er tritt anscheinend auch nur mit dem einen Bein zu, wollte ich gerade sagen. Aber nee, tut auch mit dem anderen. Wie schon tot. Hallo, das war ein Drache. Okay. What? Hallo? Oh. Oh. Nicht, dass es hier direkt um mich drauf fällt hier. Oh. Wenn man oft an den Drachen dran ist, ist alles okay. Aber halt zum Drachen hinzukommen, ist so eine andere Geschichte. Und da jetzt erstmal, Nebeltor, willst du mich verarschen? Weiß das nicht, dass ich hier schon... Nein? Okay, dann nicht. Ich werde einmal ganz kurz wechseln hier auf das andere Schwert. Aber das andere ist ja schon wieder faszinierend. Natürlich. Alter Drachentöter. Was? Ornstein? Was machst du denn hier? Ich dachte, ich hab dich getötet. Na gut, dann rüstest du es nicht mehr ganz so golden.
Aber du hantierst doch jetzt bestimmt auch wieder mit Blitzen oder so, oder? Du hast auf jeden Fall ein sehr ähnliches Attackenmuster. Wow, 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 wow. Du hast die Arschbombe von Smog gelernt. Gratuliere. Au. Da war Block nicht mehr drin. Au. 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 Größere schimmernde Lebenssteine des Todes. So, oh, das war mehr Glück als Verstand. Aber da hast du ja sowieso eine Feuerschwäche, weil du bist ja der Blitztyp. Der Blitztyp hatte immer eine erhöhte Feuerresistenz. Eine verringerte Feuerresistenz. Und beim anderen war es genau umgekehrt. Daneben. Und dich kriege ich down. Sag's dir. Zack. Da hättest du mal deinen Kollegen dabei gehabt, ne? Wärst du jetzt nicht gestorben wahrscheinlich. Alter Drachentöle. Töler. Ja, du bist so eine Drachentöle. Ring des alten Löwen. Whoop die fucking du. So, die Bank musste zerstört werden, die gefiel mir nicht. Puh, okay. Hallo? Wer bist denn du? Guten Tag. Hurra, für Licht. Hallo. Transient being. This is no place for one such as you. Be gone. You are not needed. Na, ich weiß ja nicht. Transient being. You would never make a knight of the blue, and I have nothing more to say. Be gone. You are not needed. Transient being. You would never make a be gone. Okay. You are not needed. Brauche ich dafür hier den Eid hier des blauen Eides Gedöns mit dem blauen Ring Gedöns? Ich weiß nicht. Du musst ihn natürlich dann wieder leisten, ne? Kleriker Parma und Turmschild. Und eine Truhe. Kein Mimikry. Yay, geborstene blaue Ohrkapfel. Gut. Dann würde ich sagen, nach dieser etwas erfolgreicheren Folge als so die letzten 50, 30, das war nicht ganz so viel, aber trotzdem, das Eisenschloss war ja, ne, da bin ich aufgestorben. Besonders an so banalen Stellen einfach nur. Aber na gut. Wir haben es ja dann doch irgendwie geschafft. Auch das hier jetzt haben wir irgendwie geschafft. Ich bin sehr verwundert. Aber nun gut, wir sehen uns in der nächsten Folge von Dark Souls 2, Skull of the First Sin. Und schauen mal, wie weit wir kommen, was wir Tolles erleben werden. Ich habe keine Ahnung, aber wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.